willkommen zu meiner Coaching-Stunde. Genau, ich bin vor ein paar Wochen oder einem Monat oder sonst irgendwie mal mehr oder weniger zufällig bei so einem Workshop gelandet, wo sie so ein bisschen Datenvisualisierung in R gemacht haben und fand das eigentlich ganz witzig, vor allem, weil sie da die Möglichkeit gezeigt haben, wie man relativ gut Daten visualisieren kann, die irgendwie mit Karten verknüpft sind. Sei es jetzt, keine Ahnung, dass man irgendwie die Verschuldung von Kommunen oder so irgendwas darstellen will oder Einwohnerzahl oder Durchschnitte oder was auch immer. War jetzt in letzter Zeit auch spannend, zum Beispiel im Brexit-Referendum gab es ja immer ganz viele Statistiken zu, wie sahen eigentlich die Wahlkreise aus, wie alt waren denn die Leute da und so Zeug. Genau, das kann man irgendwie ganz gut machen und ich wollte euch das einfach mal vorstellen und da so ein bisschen einen Walkthrough geben. Ich weiß nicht, vielleicht, was der ein oder andere braucht oder findet es spannend. Genau, wenn ihr Fragen habt, einfach immer her damit. Genau, also wie gesagt, das Ganze soll mal einmal eben beispielhaft zeigen, wie man das machen kann. Ich glaube, das lässt sich relativ gut verallgemeinern. Dabei werden wir auch an den ein oder anderen Punkten dabei kommen, vorbeikommen, die so aufzeigen, an was für Probleme man stößt, wenn man irgendwelche Daten nimmt, weil die meistens irgendwie nicht so sauber sind, wie man sie gerne hätte und dann irgendwie Dinge nicht funktionieren oder man mal irgendwie ein bisschen Hand dran anlegen muss. Genau. Gibt es irgendjemanden, der R noch nicht gesehen hat? Okay, gibt es irgendjemanden, der noch nie programmiert hat? Okay, also ist R nur so eine andere Programmiersprache, die hat so vielleicht ein paar syntaktische Eigenheiten, aber ansonsten, nein, aber genau, gut, das Ganze funktioniert. Das hier ist jetzt dieser normale R-Editor, da läuft irgend so ein Interpreter im Hintergrund rum und da sind normalerweise immer ganz viele lokale Variablen oder sonst irgendwas von den ganzen Projekten, die man irgendwie offen hat. Und als ersten Schritt machen wir dann immer alle sauber, also dieses rm-list-ls macht erstmal alles weg, was es so gab, das habe ich schon erledigt. Genau, dann brauchen wir so ein paar Bibliotheken. Das ggplot2 ist eine von zwei großen Grafikbibliotheken in R, also R selbst, also Base-R und schon mit einem Plot. Genau, und dann gibt es quasi als Konkurrenzprodukt diese Bibliothek, die in den Standardeinstellungen auf jeden Fall schöner Plots erzeugt als die Standardbibliothek, deswegen ist die gerade relativ beliebt. Wenn man sich wirklich in beide Plot-Bibliotheken einarbeitet, gibt es keinen so großen Unterschied. Die können dann schon so großen beide gleich schöne Grafiken erzeugen, aber wenn man gerne weniger Aufwand hätte, dann kann man das ggplot2 benutzen. Das ggplot2 ist so eine Library, mit der kann man irgendwelche Types und andere Sachen machen. Das macht das Programmieren so ein bisschen einfacher. Sonst ist es aber auch nicht so spannend, dann müssen wir noch ins richtige Verzeichnis wechseln. Genau. Ich habe mir dann überlegt, was für Daten kann man denn visualisieren, was könnte dann vielleicht so ein bisschen interessant sein. Und habe dann mal so rumgeguckt, was denn so für öffentliche Daten rumliegen und bin dann auf der Seite vom EU-Statistikamt gelandet. Und die hatten Daten rumfahren zu, wie ist denn eigentlich in den einzelnen EU-Ländern so der Internetzugang. Also wie viel Prozent der Haushalte haben denn Zugang zu ISDN? Beziehungsweise Zugang zu DSL. Genau, und das habe ich doch gedacht, das ist auch vielleicht ganz lustig, kann man mal gucken, wie das eigentlich aussieht. Und dann habe ich mir die Daten dafür geholt und die kriegt man dann in irgendwelchen CSV-Dateien und dann kann man sich hier so diese Dateien laden, das geht mit CSV, gibt man dann irgendwie den Dateinamen, das ist in dem Fall jetzt, glaube ich, das Internet-CSV gemeint. Genau, so eine Eigenheit von R ist, dass man Zuweisungen nicht über so ein Gleichheitszeichen macht, sondern über so ein Pfeil. Aber das ist einfach nur eine Zuweisung. Ich gebe jetzt also der Variable D, was in diesem Spreadsheet drin ist. Und dann kann ich mir das auch angucken. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Das ist irgendwie so ein bisschen eklig. Genau. Also wir haben hier einige Spalten. Dieses Indiz. Ich weiß nicht genau, für was diese Abkürzung hier steht, aber was hier drinnen letztendlich gespeichert ist, ist, ob wir gerade über die Breitbandzugänge, sprich DSL, sprechen. Und weiter unten steht hier Breitband-Dial-Up drinnen.
Und das sind dann die Zeilen, wo über ESLang gesprochen wird. Das heißt, es ist irgendwie beides in einer Tabelle drin. Gut, die Einheit ist in Prozent Haushalte. Das habe ich nicht verstanden, was das total soll. Und dann stehen hier noch die Länderkürzel oder so irgendwas drin. Und dann kommen hier verschiedene Jahreszahlen und dann eben wie viel Prozent Zugang zu DSL. Oder zu ESLang haben. Genau, das ist das Erste, was man dann machen kann. Jetzt kann man eigentlich schon anfangen, die Sachen zu blocken, wenn man das möchte. Wenn ich jetzt also ich meine, ich habe da meine Länderkürzel drin, ich habe meine Daten da drin und dann kann ich da einfach so ein Bar-Chart machen, ein Balkendiagramm. Genau, da gebe ich ihm irgendwie die Daten. Also ggplot ist dann der Plot-Befehl, der zu ggplot2 gehört. Und dann gibt es diese sogenannten Aesthetics. Also dieses ggplot ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gab irgendwie 2005 irgendjemanden, der sich Gedanken gemacht hat, was sind denn eigentlich statistische Grafiken? Und dann eine Grammatik geschrieben hat für statistische Grafiken. Und der Autor dieses Pakets hat sich sehr stark daran orientiert und versucht, das Ganze so modular wie möglich zu machen. Und dass man eben diese Grafiken immer wieder updaten kann. Hat dann auch eben so ein Buch dazu geschrieben. Nicht dieses hier, ggplot2 oder sowas. Das ist, glaube ich, gerade, wen es interessiert, auch noch frei verfügbar. Also irgendwann wird es von Springer dann oder sowas gedruckt und sobald es von Springer gedruckt wird, kriegt man es nicht mehr. Aber solange das noch nicht der Fall ist, kriegt man es frei im Internet. Auch nicht schlecht. Genau, dann kann man sich hier 300 Seiten darüber durchlesen, wie dieses Paket funktioniert und was sie sich bei dieser Grammatik gedacht haben. Das Wichtige, also das AES steht für Aesthetics. Das Wichtige für uns ist, dass ggplot jetzt wissen muss, welche Spalten es eigentlich blocken soll. Und das ist eigentlich jetzt das Erste, was wir bewegen. Und wenn wir jetzt nochmal kurz reinschauen, was dann hier eigentlich drin steht, dann ist die eine Spalte, wir wollen natürlich die Länder haben auf der X-Achse. Also müssen wir hier Geo übergeben. Und dann wollen wir vielleicht irgendein Land uns mal angucken, also was wie irgendeine Jahreszahl. Genau. Gut, das ist so das Erste. Jetzt können wir mal gucken, was passiert, wenn wir versuchen, das zu blocken. Und dann sieht das irgendwie ziemlich kacke aus, weil wir eben noch nicht gesagt haben, dass er uns da einen Bar-Diagramm machen kann. Dazu müssen wir ihm so eine Geometrie übergeben, nämlich die Geometrie Bar. Das Problem ist, wenn wir ihm das jetzt einfach so übergeben, dann kommt immer noch Murks raus, weil er standardmäßig davon ausgeht, dass wenn ich einen Bar-Chart von irgendwas machen will, dass er dann ein Histogramm machen soll. Das heißt, er geht eigentlich davon aus, dass ich ihm einen Vektor gebe, also eine eindimensionale Struktur und erzählt einfach, wie oft jedes Element vorkommt. Das heißt, wenn ich ihm hier zwei Sachen übergebe, sollte eigentlich auch eine Fehlermeldung oder zumindest Murks rauskommen. Schauen wir mal. Ja, Fehler. Genau, hier ist irgendwie die Fehlermeldung. Funktioniert nicht. Deswegen muss man ihm da noch diese Argument übergeben. Genau, dann kriegen wir hier so irgendwas raus. Ja, das sieht irgendwie nicht so sonderlich cool aus. Genau, da kann man noch verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel wäre es ja vielleicht schön, wenn es denn farbig wäre. Und wir haben ja vorhin auch schon gesehen, dass in unserem D ja eigentlich zwei Datensätze drin sind auf einmal, nämlich einmal die Breitband- und die ESLang-Zugänge. Und es wäre ja irgendwie schön, wenn man das getrennt darstellen könnte. Und das kann man über so ein Color-Statement machen. Und da sage ich ihm einfach, welche Spalte es benutzen soll, um um den verschiedenen Farben zu geben. Und das wäre jetzt in diesem Fall dieses Indiz oder was auch immer, weil diese Spalte so komisch heißt. Also ich meine, wenn man jetzt richtig mit diesen Daten arbeiten würde, würde man wahrscheinlich diesen Spalten erstmal richtige Namen geben, mit denen man besser arbeiten würde. Ich überspringe das jetzt mal und arbeite damit. So, und das hat funktioniert. Ah ja, genau. Und Color war jetzt natürlich falsch, weil Color macht den Rand. Ich will ihm eigentlich Fill geben. Und dann macht es die Füllfarbe. Ja. Steht da links an der Channel-Achse für Zeug. Das sieht nur schlecht und das sieht auch komisch aus. Das links hier? Ja. Das sind einfach nur die Zahlen, also die Prozent an. Also
Die Einheiten sind Prozent Haushalte, die ISDN bzw. DALA haben. Die Aktien ist bis 100%, geht dann welche über 100% oder sind das? Ja, so genau. Dieses Diagramm ergibt so halt noch gar keinen Sinn, weil es können ja sowohl, also ISDN und DSL potenziell Zugang zu haben, ist natürlich nicht exklusiv oder gegenseitig ausschließend. Das heißt, Haushalte können sowohl Zugang zu ISDN als auch zu DSL haben. Und so können natürlich Prozentwerte über 100% rauskommen. Aber in der Datei waren noch gar keine über 100% drin. Ach, das hat der Plot denn jetzt aber gemacht? Ja, genau, das hat er noch gemacht, weil er einfach der die Plot beiden addiert hat. Von sich aus übereinander addiert. Ach, genau, so. Genau, das macht er einfach so. Aber das ist natürlich nichts, was man gerne haben will. Gehe ich mal aus, dass du das damit implizieren wolltest. Genau, und da gibt es ein nettes anderes Tool, das nennt sich Facet Wrap. Und dem gibst du auch einfach wieder irgendeine Spalte mit dieser Tilde davor. Und wenn wir das jetzt mal ausführen, dann benutzt er das einfach für die Gruppierung und macht da automatisch da was draus. Und dann ergibt es auch so ein bisschen. Kannst du mehr auch sein. Einfach hintereinander haben? Weil Breitband muss ja eigentlich im Normalfall mehr als Dial-Up sein. Also würde ich gerne erwarten. Das heißt, es müsste eigentlich immer höher sein. Stimmt hier leider nicht so. Wenn wir uns jetzt mal 2015 anschauen zum Beispiel, dann gibt es Dial-Up gar nicht mehr. Dann wurde es nicht mehr erfasst. Also, ja, der hast du recht. Entschuldigung. Ja. Also ein Grund, warum die Achse auch so verzogen aussah, war, dass der wahrscheinlich auf Levels geschaltet hat. Also die Sortierung war nicht nach Zahlen, sondern... Ja. Ja, da war irgendwie, weiß nicht, 49. Ja, genau. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, der wird später aber auffallen. Auch wenn die Daten irgendwie von Autostadt oder so was kommen, sind die überhaupt nicht sauber. Also wenn wir mal hier reingucken, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf irgendwas will, hier, die 81, da ist noch so ein B dabei. Was natürlich R einfach völlig durcheinander bringt. Weil wären diese ganzen Spalten einfach nur Zahlen, dann würde er die schon richtig als Zahlen interpretieren. Aber da irgendwie Zahlen und Nichtzahlen irgendwie gemischt vorkommen, interpretiert er das als sogenannte Factors, als verschiedene eindeutige Label, die aber, von denen er nichts weiß, außer dass, wenn sie nicht gleich sind, sind sie halt unterschiedlich. Insbesondere hat er keine Ordnung oder so irgendwas da drauf. Und das macht so Dinge ein bisschen kaputt. Da werden wir später so ein bisschen drum rumrubbeln. Also das wäre eigentlich auch irgendwas so. Also ich meine, der erste Schritt bei so einer Analyse ist eigentlich immer, dass man erstmal den Datensatz sauber machen muss. Und hier spielt das natürlich auch direkt rein, dass das halt natürlich gerade kaputt ist, weil wir uns da nicht so schnell gemacht haben. Ja. Weißt du, was das B zu bedeuten hat? Was für ein B? Das in der 81 da. Mein Tipp ist, das ist ein Fehler. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es in der Datei noch einen Fußnote oder so irgendwas gab. Das wollte ich eigentlich noch machen, habe ich nicht vergessen. Also hier drüben ist auch nochmal irgendwie so ein N. Also es kann auch sein, dass es eine Fußnote ist. So, wahrscheinlich. Also häufig wird das irgendwie aus dem Excel mehr oder weniger rausdrukiert, statt sauber zu exportieren. Genau. Ja, also macht die Sache so ein bisschen anstrengender. Aber ich meine, genau, uns geht es jetzt erstmal nur darum, irgendwie schöne Grafiken zu kriegen. So, okay, jetzt habe ich also so ein Barchart oder so irgendwas. Aber das ist ja irgendwie gar nicht mal so cool. Jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht ein bisschen viele Länder sind und man die Achsenbeschriftung nicht so richtig lesen kann, wäre das ja eigentlich prädestiniert dafür, dass man das einfach auf einer Karte darstellt. Ich meine, die europäischen Länder, hat man auf einer Karte und dann kann man eigentlich das so eine schöne Heatmap machen. Und dann muss man nicht sich überlegen, will man das Barchart jetzt irgendwie von groß nach klein oder alphabetisch oder wie auch immer sortieren, sondern man ordnet einfach jedem Land auf der Karte seinen Wert dazu und dann weiß jeder, wo das Land liegt, wo das einen interessiert, hoffen wir mal. Und das macht das Ganze ein bisschen lesbarer. Und dann versuchen wir jetzt mal dahin zu kommen. Genau, das ist auch das eigentliche, was wir heute machen wollen. Und dazu brauchen wir erstmal Karten. Ich glaube, du willst das noch 2014 zurückändern, damit wir wieder dieses Ende haben. Ja, das ist. Oder 2013, also, da hat man keine Fehler gesehen. Ja. Hm? Oder 13. Ja, also wir brauchen das nicht mehr. Also das war jetzt nur so, sieht schon ganz schön aus, aber interessiert uns eigentlich nicht. Genau, wir brauchen noch eine weitere Klasse. Es gibt ja eine Klasse, die tut nichts anderes, als dass sie
Karten enthält, so eine Weltkarte, um genau zu sein. Die holen wir uns mal. Ja, also die enthält noch so ein paar andere Sachen, auch noch so Seen, oder diese Klasse enthält auch so ein paar Seen. Genau, das ist jetzt so eine Pipe, weil wir jetzt noch irgendwie filtern wollen. Wir müssen die Variablen richtig benennen, sonst hat später unser ddplot Probleme damit. Ich habe das schon mal getippt. Genau, also in diese Klasse World gibt letztendlich enthält Geokoordinaten, also Longitude und Latitude. Genau, dann die Group ist einfach eine Zahl, die jedem Land zugeordnet ist, und die Region ist dann der eigentliche Name des Landes, also ich führe das einfach mal aus. Und dann können wir uns kurz angucken, wie das World hier aussieht. Das ist also jetzt so eine lange Tabelle, einfach nur mit irgendwelchen Gradangaben. Dann eben ja, alle Länder, die irgendwie alle Daten, die zu einem Land gehören, haben auch irgendwie die gleiche Gruppe. Genau, und das können wir jetzt blocken, indem wir einfach diese Punkte auf der Karte mit Strichen verbinden. Also wir machen da jetzt einfach so ein Polygon zu, außenrum, und das ist dann halt das Land. Und die Gruppierung brauchen wir, damit unser Plot weiß, wann es absetzt. Weil ansonsten würde es halt irgendwie das eine Land fertig malen und dann Strich zum nächsten Anfangspunkt vom nächsten Land malen, und wenn es halt nicht gerade direkt benachbart ist, dann haben wir irgendwie so einen Strich in der Landschaft, der eigentlich nicht zu der Karte gehört, und das können wir einfach über die Gruppierung hier ausschalten. Genau, und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Wir benutzen wieder unser ddplot und übergeben jetzt World. Und wenn wir jetzt einfach nur die Karte plotten wollen, dann brauchen wir da auch nur die Longitude und die Latitude. Genau, und müssen ihm jetzt halt sagen, okay, diesmal wollen wir keinen Barplot, wie wir hier oben hatten, sondern diesmal wollen wir eine andere Geometrie, diesmal wollen wir einen Polygon machen. Und dem können wir auch wieder so ein Aesthetics übergeben, und das müssen wir halt, wie eben erwähnt, im Aesthetic sagen, dass es absetzen soll. Und dazu gibt es diesen Group-Parameter, der ist lustigerweise gerade gleich, in dem übergeben war Group. Das sieht merkwürdig aus, bedeutet in dem Fall aber einfach nur, dass wir dem Parameter Group das Group übergeben, das eigentlich im World hier drin steht. Genau, und damit es ein bisschen schöner aussieht, kann man noch ausschalten, dass es nicht gefüllt ist und dass die Farbe irgendwie sowas wie Gray 50 ist. Und dann muss man ihm noch sagen, dass er das jetzt wirklich plotten soll auf einer Karte. Also dass das Koordinaten sind. Und dazu gibt es das Coord Map oder das Coord Grid Map. Und dann kann man das ausführen. Und dann kommt da sowas raus. Genau. Und genau, hat dann diese Weltkarte. Genau, das ist schon mal ganz nett. Ist natürlich viel zu viel, wir brauchen davon gar nicht alles. Genau, kurze Bemerkung am Rande. Diese interne Klasse hat nur die Weltkarte und ein paar ganz spezielle andere Sachen. Aber es kann ja sein, dass man vielleicht für irgendwelche Länder oder so mal so Daten haben will. Und da gibt es eine ganz coole Website, das ist die Global Administrative Area Website. Und die hat da so ein Download-Bereich, und dann kann man da irgendwie das Land eingeben, das man gerne haben möchte, und dann sagen, dass für ein Format man das haben will, und dann kann man da mal gucken, was sie da haben, und dann haben sie zum Beispiel für Deutschland runter bis auf Kreisebene Geodaten, und ja, genau, und kann sich die einfach runterladen, das ist ganz, ganz nett. Gut, aber brauchen wir jetzt gar nicht, unseres war glücklicherweise schon da. Genau. Gut, jetzt wird es ein bisschen eklig, weil jetzt haben wir diese Geodaten und müssen die irgendwie zusammenbringen mit unseren eigentlichen Internetnutzerdaten.
Genau, da müssten wir irgendwie die Daten eigentlich zusammenmergen und das ist aber so ein bisschen bescheuert, weil wir hier nur die Länderkürzel haben. Bei der World haben wir nur die Ländernamen. Ja, muss man jetzt irgendwie zusammenkriegen. Genau, netterweise hat Eurostat da direkt eine Übersetzung dafür. Genau, das lesen wir wieder ein. Das ist Countries. So, schon besser. Genau, da haben wir einfach so eine nette Liste. Und jetzt kann man das irgendwie, falls irgendjemand mit Datenbanken oder sonst irgendwie zu tun hat, das kann man jetzt einfach joinen oder so einen natürlichen Verbund oder sonst irgendwas über diese Bereiche machen. Join d names by c. Hier, also jetzt in d heißt die Spalte, die wir benutzen wollen, geo, und in names heißt sie x. Country, glaube ich. Ist das eine Base-Application oder ist das aus irgendeiner Library? Die Inner Join? Ich glaube, die ist aus der Dpure Library, die ich vorhin angebunden habe. Okay. Ja. X Country ist richtig, genau. Genau, dann kann man das irgendwie mal machen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Schauen wir mal, ob es geht. So, gehen wir mal nach hinten. Ja, hat funktioniert. Wunderbar. Wir haben hier unsere Countries irgendwie dran. Genau, das ist der erste Schritt. Und jetzt in der Join wir einfach ein bisschen weiter. Nämlich einfach mit der World. Ne? So, jetzt wollen wir X-Country nehmen. Ja, wie gesagt, mit einem Country Caption. Dann würde das eigentlich sinnvoll machen mit der Benennung. In dem Fall heißt das ID. Genau. Mit ID Join. So, jetzt haben wir das irgendwie dran. Und genau, jetzt können wir eigentlich das, was wir hier gerade gemacht haben, einfach nochmal machen. Bloß, dass wir anstatt World D nehmen. Und wir haben ja jetzt die ganzen Longituden und Latituden irgendwie an das D rangejoint. Das heißt, die sollten eigentlich als Spalten vorhanden sein. Und wenn ich das jetzt einfach ausführe und alles andere ignoriere, sollte eigentlich anstatt dieser Weltkarte hier nur noch der europäische Ausschnitt auftauchen, wenn alles funktioniert hat. Daumen drücken. Ja, ist auf jeden Fall kleiner geworden. Was so ein bisschen überrascht ist, dass dieser Fitzel hier noch dran ist. Wo man sich fragen kann, was ist das eigentlich? Stellt sich raus, das ist Südkorea. genau, ich habe es jetzt. Genau, also irgendwie der Eurostat hat in dieser Tabelle nämlich nicht nur die EU-Mitgliedsländer drin, sondern auch sowas wie die USA. Südkorea aus welchem Grund auch immer. Und eigentlich auch noch EU-27, EU-15, EU was auch immer. Die ganzen Namen, die aber gerade nicht matchen konnte, sind natürlich alle beim Innerjoin rausgeflogen, aber Südkorea hat da gematcht gekriegt, deswegen ist es noch dran. Ja. Was ich nicht verstehe, ist die Reihenfolge. Wie kann D da oben verwendet werden, wenn es da unten erst... Ich habe es ja ausgeführt. Also ich meine, würde ich jetzt... Das ist ein Interpreter. Das genau. Ist eine Datei oben und er wirft immer Sachen hier oben genau. In den Interpreter rein. Genau, das ist oben nicht die Reihenfolge. Genau, das ist nicht die Ausgangsreihenfolge, sondern nur die, wie ich es in der Datei geschrieben habe. Und ich meine, ich hatte dieses D da unten bereits ausgeführt, das heißt, hier drüben, das D war bereits beabdatet, deswegen funktioniert es, wenn ich das da oben mache. Ich meine, wenn ich jetzt die ganze Environment löschen würde und das Skript von oben nach unten durchgehen würde, würde mir an der Stelle natürlich ein Fehler spucken, weil das D dann natürlich die Variable noch nicht enthält. Okay. Genau, also ich kann das natürlich auch einfach hier runter kopieren. Das, ja, genau, ist an der Stelle eigentlich besser aufgehoben. Genau. Gut, jetzt müssen wir tatsächlich aber von Hand. Nee, wir müssen gar nicht von Hand aufbauen. Also ich meine, jetzt könnte man natürlich eigentlich über die Datei rübergehen und sagen, okay, ich
schmeiße jetzt mal alles per Hand raus, was da nicht reingehört. So zur EU, da war ich ein bisschen zu faul für. Deswegen habe ich mir eine Tabelle gesucht, die Mitgliedstaaten enthält. Und ich meine, die kann ich jetzt einfach auch wieder dran joinen. Da kommt dann irgendwie eine Spalte dazu, die ich nicht brauche, aber zumindest wird Südkorea rausgeworfen. Und jetzt kann ich das hier einfach nochmal ausführen. Und tatsächlich, Südkorea ist kein Mitglied der EU. Und das war mir in der Joint rausgeflogen. Genau. Gut, jetzt habe ich meine Karte. Man merke an, dass die offensichtlich schon so weit geupdatet sind, dass das UK auch schon rausgeflogen ist. Ja, meine Vermutung dazu ist, dass es wahrscheinlich in der einen Datei irgendwie Great Britain oder der anderen, was weiß ich, UK oder sogar United Kingdom oder so. Ja, der Statistik auch die genau, also an der Punkt gesagt, ja, es ist aktuell. Ja, genau, also ist ja quasi damit aktuell, also alles richtig gemacht. Genau, so jetzt haben wir unsere Karte und jetzt würden wir da eigentlich noch gerne unsere Daten, unsere eigentlichen EU-Daten irgendwie reinkriegen. Genau, und also irgendwie so eine Heatmap machen, und das ist jetzt glücklicherweise auch sehr einfach. Ich brauche nur diesen Fill hier in das AES rein verschieben. Ich glaube, das muss ich machen, weil er jetzt nicht mehr konstant ist, sondern von irgendeiner Spalte abhängt. Nämlich zum Beispiel von 2010. Und dann kann ich das mal ausführen. Und dann kommt da sowas raus. Was okay ist, aber dieses komische Farbengebirge kommt jetzt natürlich genau daher, dass es nicht weiß, dass diese Spalte X2010 eigentlich numerische Werte sind, wenn er da eine Ordnung drauf hat. Das heißt, er gibt einfach diesen 0n hier jetzt zum Beispiel diesen Wert orange. Ja, da kann man sich jetzt, da wir nicht wirklich an den Daten interessiert sind, ein bisschen cheaten und einfach mal sagen, die X2010 interpretiert das einfach mal als Zahlen. So, ich weiß nicht so genau, was er mit den Werten macht, die keine Zahl sind. Genau, dann sieht das Ganze so aus. Genau, und dann hat man hier wirklich irgendwie sowas wie einen kontinuierlichen Verlauf. Gut, was jetzt natürlich immer noch fehlt, ist, dass wir eigentlich wieder den Hasselwert noch haben wollen. Weil er in dieser Sache jetzt natürlich irgendwie merkwürdig Dinge wahrscheinlich zusammen addiert und wir nicht so genau wissen, was er tut. Das heißt, eigentlich müssen wir wieder trennen nach diesen beiden Gruppen. Und das ist auch genauso einfach wie vorher. Ich mache den Passive Verb dazu und dann trennt er das auf und dann kriegen wir hier zwei Grafiken. Die eine eben für DSL, die andere für Dialog. Und genau, wenn wir hier jetzt diese Variable ändern, können wir das für verschiedene Jahre machen. Genau. Ja. Gut. Ja. Genau, damit bin ich eigentlich so mit meinem Vortrag im Großen und Ganzen durch. Ich hoffe, fandet das irgendwie lustig oder könnt das irgendwie vielleicht für euch gewinnbringend einsetzen. Ich war beeindruckt, wie einfach das doch irgendwie geht. Genau, mal schauen. Wenn ich lustig bin, gibt es vielleicht mal wieder eine chaotische Viertelstunde, weil es gibt auch noch so Animationsgedöns und das bietet sich ja natürlich an. Wenn wir da das von 2003 bis 2015 haben, das irgendwie mal ein bisschen durchlaufen zu lassen. Genau. Fragen habt, gerne.